Servus, liebe Leute, und da ich kaum noch Clash of Clans spiele, habe ich mir gedacht, nein, ich verlose nicht meinen Account, keine Sorge. Außer soll ich es machen, dann schreibt's bereit, würde mich mal interessieren, aber naja, das ist nicht Thema, sondern wir bauen heute mal eine Trollbase. Die letzte, ja, habe ich es ja verpennt, da Replays zu machen, aber heute bauen wir mal irgendeine schwule, geile, hässliche Trollbase. Wir fangen an. Richtig, richtig krank. Krank. Crank. Was? Pascal? Nee. Wie fangen wir denn an? Jetzt hätte ich gern so einen Livestream, wo mir sagt, was wir tun sollen oder was nicht. Kein Plan, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Ich mache einfach so eine richtige Noob-Base. Richtige Noob-Base. Nein, das will ich nicht machen. Wir fangen an mit dem dunklen Elixier mal in der Mitte. Scheiß drauf. Mir sind die Ressourcen im Prinzip auch scheißegal. Noob-Base machen wir halt einfach alle Ressourcen in die Mitte. Das ist die größte Lappen-Base, die es gibt. Alle Ressourcen in die Mitte. Schlechter geht's einfach nicht. Schlechter geht's nicht, Jungs. Denn keine Verteidigung und gar nichts. Naja, mal schauen. Vielleicht kommt ja keiner ran oder so. Dann ziehen wir hier den ersten Kringel drum. Sieht schon mal richtig, richtig scheiße aus, um ehrlich zu sein. Naja, wie gehen wir weiter vor? Plan wäre, sollen wir ein Labyrinth draußen rummachen? Nee, machen wir nicht. Oder? Nee. Nee. Wie machen wir es? Wir machen jetzt hier erstmal. Da kommt jetzt die Clanbrücke hin. Habe ich mir jetzt überlegt. Da machen wir die Clanbrücke hin. Ich habe mir gar nichts überlegt. Um ehrlich zu sein, ich mache das jetzt alles freihand. Aus dem Kopf heraus irgendwas Lustiges, das auch etwas amüsant ist zum Anschauen. Und dann machen wir hier das Rathaus hin. Und vor allem in Champion wird es richtig, richtig geil werden. Magierturm. Magierturm. Vorne kommen hier die Teslen hin, die ein bisschen rasieren sollten. Hier die Teslen. Bin gespannt, wer von welcher Seite angreift, aber X-Bögen pflanzen wir mal hier so ein bisschen versteckter hinten hin. Dass wir auch noch schön da Minenwerfer reinpflanzen können. Minenwerfer, Minenwerfer. Sollte eigentlich alles klar gehen. Luftabwehr setzen wir hier daneben. Hier, dass wir noch Infernos reinbatschen können. Dann kommen hier die zwei Infernos schön hin. Inferno 1, Inferno 2, da hinten 2, 3 Airsweeper. Was für 2, 3, 2 Airsweeper, um ehrlich zu sein. Ja, sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Helden kommen hier noch davor. Und hier lassen wir natürlich ein bisschen Platz, dass es so aussieht, als würden wir sie übelst trollen wollen mit den Teslas. Das machen wir natürlich nicht. Hehe, einzig gemeint. Dann setzen wir hier vorne mal ein paar Mauern hin. Wartet. Hier. Hier setzen wir die Mauern hin. Hier lassen wir frei natürlich. Dann setzen wir hier drüben die Mauern hin. Lassen wir hier noch. Hier das nicht reinsetzen. Machen wir hier voll. Machen wir es folgendermaßen. Genau so machen wir das. Das schon mal so aussieht, als hätten wir hier die Teslen drin. Und in Wirklichkeit haben wir die Teslen hier vorne versteckt. Damit wird wohl keiner rechnen, dass die da vorne stehen. Hoffe ich jetzt mal. Ich könnte auch ein, zwei hier reinstellen, aber das ist unnötig. Dann können sie viel zu viel freezen. Da bin ich kein Freund von. Ich habe mir gerade überlegt, die Magiertürme da vorne hinzusetzen und die Helden ein bisschen weiter nach hinten. Wird ein bisschen Fuselarbeit hier. Umbauaktion par excellence. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein, Freunde. Muss einfach auch mal sein, Freunde der Krankengymnastik. Machen wir folgendermaßen, genau so machen wir das. So, so, so. Sieht doch schon mal gar nicht so, so scheiße aus. Schon scheiße, aber gar nicht so scheiße. Ja. Sieht, nimmt Gestalt an, nimmt Gestalt an. Hier unten halt richtig krass Trolling, par excellence, aber ja. Was machen wir hier unten noch? Eigentlich kann man hier unten nicht mehr so viel machen. X-Bögen stelle ich natürlich auf Boden, dass sie da unten auch schön reinziehen können. Denn sonst würden sie ja gar nichts treffen. Und wie machen wir die Fallen hin? Ich habe mir auch schon was überlegt. Natürlich nicht. Hier setzen wir immer so eine Bauhütte hin. Immer in so Abständen, dass man auch
wirklich glauben mag, dass da was ist oder auch nicht. Man kann hier was reinsetzen oder nicht. Ja, dafür kann was reinsetzen, würde ich sagen. Man kann überall was reinsetzen dazwischen, sodass man denkt, dass überall Riesenbomben sind. Hier lasse ich auch ein bisschen offen. Hier setze ich noch einen Bogenschützenturm rein, dass man wirklich überall was reinsetzen kann fast. Hier setzt man noch eine Kanone oben hin. Hier eine Kanone. Ja, und ansonsten würde ich es jetzt fürs erste Mal so lassen und vielleicht noch ein bisschen ausbauen, aber das müsst ihr eigentlich gar nicht sehen. Ich zeig's euch mal am Ende, wenn ich fertig bin. Bis gleich. So, und ich bin fertig mit der Troll Base. Hauptsächlich spielt sich hier unten alles ab. Und ich würde mal sagen, schauen wir dann mal in den nächsten Tagen, wie sich das Ganze so entwickelt hat und wie die Gegner so angegriffen haben. Also ich bin raus, haut rein, bis dann, ciao, ciao. Limba română se dă răsprin țărână cu țăranul clasic braț la braț sau de mână. Trage buza peste dinți fraiere, cam avut pize ca aia, deci puie băi. Te-am văzut la disco, ești mișto, bineînțeles. Căutai putul ce pe GPS. Când ai el la bară, te faci foc și pară. Flocă pentru tine un sap pe verticală. Mergi la sală ca un prost fără rost. Un copos nu știe că-mi brac un prost. Când lași geamul jos, băi, ai grijă ce zici că te zbor din ești cinci.